Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Crash Bandicoot in der Castle Machinery. Ich gehe mal davon aus, ich soll mich hier einfach fallen lassen. Jawohl, okay, gut. Ich war ein bisschen irritiert, dachte so, okay, das ist jetzt alles gewesen? Nee. Okay, das sagt doch jetzt wieder irgendwas aus, oder? Dass es hier was gibt. Okay, springen wir ein bisschen weiter. Ich habe in der Zwischenzeit einige Extra-Leben mir erspielt. Ich habe auch irgendwann das schöne Ziel, oh Mann, 99 Leben zu haben. Denn eigentlich bin ich kein... Kann ich während des Sprungs die Richtung ändern? Also kann ich auch dreidimensional springen? Könnte ich... Beziehungsweise im freien Fall, meine ich. Weil da war ein Checkpoint, da könnte man... tatsächlich einiges vom Level abkürzen, jetzt mal theoretisch gesprochen. Ja, ich möchte auch irgendwann nämlich die Trophäe haben, dass ich insgesamt 100 Leben habe oder 99. Bin eigentlich kein so großer Trophäenjäger, aber das wäre was. Okay, da kommt man nicht ganz hin. Also ein bisschen kann man schon hin und her, aber ich weiß nicht, ob es reicht, um zu diesem Checkpoint-Areal zu kommen. Och, come on! Die Folge fängt ja echt super an. Nee, es reicht nicht. Aber gut, dass man Crash am Anfang der Folge schon so quälen muss. So, auch spring ruhig, spring ruhig, spring ruhig. Alles okay. Er wird's überleben. Und selbst wenn nicht, du hast noch 40 Leben. 42. So, weiter geht's. Oh nein! Bitte... Oh nein, bitte nicht! Warum mache ich sowas? Hat gar nicht wehgetan. Oh, das läuft ja super. Hat da jemand dazugelernt? Ich weiß nicht so recht. Werden wir gleich sehen. Aha. Ach so, okay, danke. Das war schon die richtige Intention, aber... Also da rüber zu springen, aber... Ich hab's halt nicht hinbekommen. Sehr gut. Ich traue dem ganzen Gebiet hier irgendwie nicht. Hier gibt es doch gleich sicher eine Plattform, die ich nicht wechseln soll. Heilige Makrele. Nein! Oh Mann! Ja, man hat schon gesehen, dass die Plattform größer ist. Ich dachte nur, okay, was ist denn jetzt los? So, wir knallen doch mit dem Kopf dagegen. Ich dachte, also ich habe es nicht dreidimensional gedacht, sondern ich dachte, es ist einfach größer, ist das Ding. Hätte man aber interpretieren können, dass es einfach näher dran ist. Eieieiei, ganz, ganz knapp. Akku, Akku am Start. Okay. Und was jetzt? Oh, okay, gut zu wissen. Einfach mal auf gut Glück
versucht. Ah, hier haben wir ein Trampolin. Wow. Schade, dass man nicht in die Tunnel da kommt, ne? Ich bekomme gerade auch mega Lust auf Ratchet & Clank, wenn ich diese ganzen Abwassergebiete so sehe. Das Remake fand ich auch klasse. Okay, da kommt man nicht hoch. Aber hier kommt man wieder runter. Aha, ja, ja. Da springe ich sicher vorbei. Ah, ich wollte vorbeispringen, ja. Hat nicht gut funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ah, hier sind wir beim Checkpoint, glaube ich, wo man anfangs vorbeifliegt oder so? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Oh Mann, muss ich hier runter? Dass man nie weiß, wie es weitergeht, ne? Haha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die waren ein bisschen näher am Spieler so gesehen dran. Na. Schon wieder dieses dämliche dreidimensionale Denken, oder? Ha. Ja, genau. Ich muss nämlich ein bisschen weiter rechts springen. Okay, ich habe eine Idee. Ich meine, für jedes Leben, was wir uns da holen, lohnt es sich ja schon mal. Okay, wobei, ich weiß nicht, sind die nicht direkt untereinander? Ist irgendwie eine ganz, ganz komische Formation, die die da angenommen haben. Ja, aber man bekäme alle Kisten, wahrscheinlich, fast alle. Wenn man sich hier alle holt. Okay, gut. Ich schaff's. Wir haben Leben. Wir haben extra Leben. Ich erspiele die mir nicht umsonst mühsam, sondern wir müssen die auch nutzen. Ah, das ist doof. Wie komme ich denn da wieder hoch? Eine gute Frage, ne? Okay, immerhin, wir haben das zweite Extra-Leben ebenfalls bekommen. Ich habe eine Idee. Aber es ist echt schwer, ne? Okay, das bedarf jetzt, glaube ich, einigen Skill und wir haben es hinbekommen. Meine Güte. Kurz mal Applaus für diesen Moment. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade so gut. Alter Falter. Jetzt nicht sterben, Dave. Geh weg mit deinen Klingen. Ich habe keinen Akku. Oh Mann. Ich hasse dich, Spiel. Geht weg. Die letzte Kiste. Nein! Oh. Alter Falter. Oh nein, es geht da weiter. Ich muss auf den Gegner, glaube ich, springen.
Holy moly, alle Kisten in diesem Level bekommen. Ich fasse es immer noch nicht. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe am Ende doch so gezittert. Diese eine Sprungpassage. Ich wollte die nicht wiederholen. Boah, gerade so noch hinbekommen. Alles geschafft in diesem Level. Dr. Nitrous Brio. Oder abgekürzt Dr. N. Brio. Was immer ein guter Wort... Also, Crash Bandicoot ist immer für einen guten Wortwitz gut. Ja, 58% des Spiels bedeutet, abzüglich der ganzen Zusatzmedaillen und so, der Zusatz Edelsteine, sorry, und ja auch der Medaillen, die Relikte, die sogenannten, also die Dinge auf Zeit, haben wir, glaube ich, unglaublichen Fortschritt schon gemacht. Okay, ich kann mich auch nicht drehen, um ihn zu bekämpfen. What the hell? Okay. Schade. Okay, ich muss warten, bis das Ding irgendwas macht wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich muss ich es hinbekommen, dass er seinen eigenen Besitzer anspringt, oder? Okay, danke. Wenn ich das schon sehe, der Typ hat 7 Balken, glaube ich. Ich kann auf jeden Fall nicht in seine Nähe. Also auch nicht, wenn er die Bestie gerade erschaffen hat. What the hell? Ey Mann, beweg dich doch! Ich wollte im Kreis rennen! Danke! Das wird jetzt definitiv helfen. Es gibt Level, wo es nichts bringt, aber hier gehe ich mal davon aus, dass es mir was bringen wird. Oh, jetzt ist er auch noch voll aggressiv. Ich verstehe das irgendwie nicht, wie man den bekämpfen soll. Ja, einige Leute werden jetzt sagen, wie doof bist du, Dave? Ah, ich kann ihn in ihn reindrehen. Ah, okay. Das habe ich nicht bemerkt. Das ist meistens so. Man braucht halt einfach nur einmal zu wissen, wie man etwas angeht und dann geht das schon. Ja, aber irgendwie bringt es auch nichts, wenn ich den in ihn reindrehe. Ha. What the hell? Okay, was war das denn jetzt? Oh. Okay, cool. Das war super. Ich habe aber... Okay, jetzt kriegen wir schon die zweifache Stufe. Danke, Spiel. Ich verstehe es einfach nicht. Wie ist denn das gerade passiert? Vor allem verstehe ich auch den Angriffspattern von ihm nicht. Er springt mich einfach random an. Aber wann genau muss ich... Ich muss auf ihn drauf... Okay. Na gut, das hatte ich nicht bemerkt. Also wenn er immer hin und her mischt, dann müsste es eigentlich immer dasselbe Zeug geben. Haha, 3 Treffer schon mal.
Jetzt wirft er zwei Pinke wahrscheinlich. Boah, drei! Nein! Drei weitere Treffer hätte ich hier schaffen können. Ja, aber mit dem Zweifachen schaffen wir es. Jetzt kenne ich wenigstens des Rätsels Lösung. Okay, wow. Wow, Dave, bist du unfassbar gut. Kommt, wir versuchen es gleich nochmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey Leute, nicht vergessen, ich habe mit dem Level gerade noch alle Kisten geholt. Ich bin kein 100%iger Noob, nur 99,8% von mir besteht aus Noob. So. Easy. Und jetzt zwei. Das Gute ist, wenn die alle auf einen draufspringen wollen, dass sie fast auf demselben Punkt stehen und dass man die meistens dann auch direkt hintereinander kriegt. Oh Mann, das war knapp. Sehr gut, so meine ich das. Entspann dich mal, Mann. Oh oh. Ich hab das kommen sehen. Lass mich in Ruhe. Die Stufe von ihm verstehe ich jetzt nicht. Was genau muss ich machen? Ich kann mir halt kaum vorstellen, dass ich direkt in den Nahkampf gegen ihn gehen muss. Oh mein Gott, nein, 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 da kommt ja noch das. Stimmt, oh Mann. Mist, ich hätte mit Akku starten können. Schwierig, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Meine nächste Idee wäre einfach, ihn nur zu attackieren, wenn er wirklich da hinten steht. In seiner komischen Hulk-Form, aber... Vielleicht ist auch irgendwas mit den ganzen Chemikalien, die er da hat. Wahrscheinlich einfach nur Spinat und er ist Pompeii oder so. Ah, Mann. Ach, Mist. Mit Akku in die letzte Runde starten ist perfekt, aber so wird's schwer. Ach, Mann.
da jetzt nicht getroffen werden. Ach, Mann! Okay, jetzt nochmal nicht getroffen werden. Wunderbar. Jetzt haben wir wenigstens noch unseren freundlichen Begleiter hier. Der Einzige, der gerade Schaden genommen hat, war ich. Was soll ich denn gegen den machen? Ich könnte vielleicht auf den Kopf springen, auf seinen unfassbar unförmig unschönen Kopf. Mann, komm schon. Ja, jetzt bin ich ein bisschen unkonzentriert. Nicht perfekt. So, aber das war ganz gut, die Runde. Wie gemein der sich auch, bevor er die Lilan wirft, das Grüne anschaut und dann denkst du dir, jawohl, jetzt wirf noch einen Grünen und dann habe ich dich und dann, nee, wirft er die Lilan. Ich hätte den Speedrun von Crash Bandicoot mal weiter gucken sollen. So, auf geht's. Och nee, bitte nicht! Nein! Okay, komm schon. Es muss klappen. Es kann doch nicht so schwer sein. Wobei, es ist der vorletzte Boss, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, come on! Jawohl, komm schon. Schade. Ich dachte, dass ich da hinten rechts irgendwie noch irgendwo hinkommen könnte. Okay, was jetzt? Das Ding ist, es fällt jedes Mal an derselben Stelle. Derselbe Stein hier runter. Und es fällt immer ein neuer Stein runter, wenn der kaputt geht. Das heißt, es muss irgendwas mit dem Stein sein. Mann, es ist doch zum Mäusemelken. Noch über am überlegen, was kann ich denn sonst machen? Na, bitte nicht.
Ein Akku möchte ich bitte, 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 bitte noch ins große Finale mitnehmen. Ich bin so doof. Ah, Mann. Warum ist der denn so komisch? Also das Spiel gibt einem einen sehr, sehr klaren Anhaltspunkt mit dem Stein, der da halt runterfällt. Aber das Ding ist halt, was machst du mit diesem Stein? Springst du drauf, springst du dann auf ihn? Versuchst du den Stein gegen ihn zu wirbeln? Das hat ja bis jetzt noch nicht geklappt. Oder was probierst du? Okay, gut. Das hat wunderbar funktioniert. Hau die doch einfach zu Klumpen. Okay, also langsam ist aber auch jetzt mal gut, ne? Ja, vielleicht wäre es irgendwas mit der Chemikalie, mit den Chemikalien da hinten, was ich da machen könnte. Ich werde es mal versuchen beim nächsten Mal. Aber da fällt halt offensichtlich ein Stein runter. Der muss irgendeine Bedeutung haben. Das ist bei Videospielen immer so. Wenn ein Stein runterfällt, das muss einfach... Oder wenn so etwas so deutlich passiert, das muss einfach irgendwas Besonderes bedeuten. Das kann nicht einfach nur random passieren und dann sagst du, ja, okay, ist halt so. So. Was ist jetzt? Vielleicht zerhaut er dann die Chemikalien. Okay, ich probiere es irgendwie. Keine Ahnung, was los ist. Ich probiere irgendwas. Das hat's ja richtig gebracht, ne? Ja. Okay, ich sag's mal so. Ich pausiere jetzt. Ich bin an der Stelle angelangt, wo das Spiel meine Geduld unfassbar auf die Probe stellt. Ich pausiere jetzt an der Stelle und ich gucke mir jetzt mal eine verdammte Komplettlösung oder so an. Denn, keine Ahnung, irgendwann ist auch die eigene Geduld so ein bisschen am Ende. So, Leute. Ja, ich habe gerade mal geguckt. Meine erste Intention, ihm auf den Kopf zu springen, war richtig. Aber ich habe es irgendwie scheinbar nicht hinbekommen. Und deswegen probieren wir es jetzt nochmal und ich hoffe, dass wir das jetzt schaffen. So, Leute. Das Rätsels Lösung hatte ich schon. Mir fehlten die Skills, um es umzusetzen. Ja, ist natürlich aber so ein bisschen komisch, wenn du das halt nicht hinbekommen kannst richtig. Weil ich habe es ja schon probiert. Ich weiß nicht, ob ich das so schlecht gemacht habe, weil... Ach, keine Ahnung. So, egal, probieren wir es jetzt einfach mal. So, du wirfst jetzt. Hier muss man auch gar nicht so große Schritte machen. Kann auch einfach kleine machen und er wirft dann einfach in kleineren Abständen weiter dann entsprechend. So, und jetzt probieren wir es mal. Also es ist jetzt keine Technik gewesen, die ich mir abgeguckt habe, sondern... Ah, jetzt geht's. Keine Technik, die ich mir abgeguckt habe, sondern, ja, habe ich ja davor schon gemacht. Okay, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Wahrscheinlich warten, bis er näher kommt. Ja, geht doch.
Ja, wir haben es hinbekommen, Leute. Wir haben es endlich hinbekommen. Ja, mal gucken, vielleicht cutte ich da so ein bisschen was zusammen, denn ich habe einige Versuche gebraucht und ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle Versuche sehen müsst oder so, oder keine Ahnung, vielleicht lasse ich es auch einfach ungeschnitten. Warum denn nicht? Ja, ansonsten haben wir noch, glaube ich, so wie ich sehe, 2 Level vor uns. Da ist noch ein roter Punkt rechts von uns und dann ist noch einer auf dem Zelt. Nicht Zelt, sondern Zeppelin. So, freudscher Versprecher. Da haben wir auf jeden Fall auf dem Zeppelin noch einen roten Punkt und dann geht's wahrscheinlich beim nächsten Mal zur letzten Folge Crash Bandicoot. Es sei denn, wir brauchen wie bei hier Nitrous Brio ordentlich lange für ein Level. Aber gucken wir einfach mal. Dann wird es wahrscheinlich erstmal das Finale für Crash Bandicoot 1 sein beim nächsten Mal. Und beim übernächsten Mal geht es dann mit Crash 2 höchstwahrscheinlich weiter. Und wie gesagt, bezüglich Komplettieren etc. Ich werde erstmal schauen, dass ich die Spiele alle erstmal durch habe. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, okay, so und so möchte ich es machen und so möchte ich es nicht machen. Also schauen wir einfach mal, wie wir das einfach langfristig machen. An der Stelle kann ich mich aber erstmal vielmals bedanken fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn dem so ist, wie immer, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten geht es beim nächsten Mal weiter mit Crash Bandicoot. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.